Oh, das ist auch nice. Könnt eure Einheiten für 50% weniger Gold aktualisieren. Und ihr stoßt 20% häufiger auf Vorräte in einem Lager. Und nächstes Level up ist 20.000. Okay. Wir haben immer noch nur die erste Stufe, aber könnten jetzt einen zweiten Trupp Einheiten ausbilden. Get me a glass of beer and then we'll talk. And don't forget about my men. Okay. Here's your beer. Now you're talking. So, what brings you here? I heard your men robbed some orc peons recently. So what? That's our way of making a living. The peasants were supposed to take a bag of money to Buzuk. They failed, and now they must pay their debt. Why should I care about some stupid peons? But I'll return that bag if you do me a little favor. Do you see this wound? I got it looting a cave nearby. I had to drop my sword and run for dear life. Giant monsters came out of nowhere and killed some of my men. There is no way to bring my men back to life, but get me the sword I lost, and the bag of money is yours. Okay, das sollte sich Consider it done. einrichten lassen. Also wir sollen zerstöre das Zombie-Versteck. Something eerie is happening here. Of all the ghastly creatures in these lands, undead skeletons are the worst. A few days ago, they ambushed us and killed many of my men. Meine Männer wurden verflucht. Sobald ihre Körper den Boden berührten, verwandelten sie sich in Your Zombies. Stories make my blood run cold. Eure Geschichten lassen mir das Blut in den Adern gefrieren. The poor devils are still walking about these lands. They are bound by the evil curse, which keeps them alive against their will. What's my part to play in this story? We cannot kill our men, even though we know they are not human anymore. We just can't. We ask for your help. Okay. Na, gucken wir mal. Hat die Schenke einen neuen Auftrag für uns? Nein. Aber wir können Heiltrank. Okay, Holzschilde wären auch nicht schlecht. Und Stiefel. Okay, also erst einmal noch einen Trupp Miliz. Well? So, dem Trupp kaufe ich ein Schild. So. All right. Jetzt haben wir eine kleine Armee endlich mal. Well? So, dann gucken wir mal. Hier hinten müssen wir ein Zombie-Versteck zerstören. Alright. Also, wenn wir mal kurz hier hinten hingucken, ist hier ein Zombie-Versteck, aber auch noch andere Höhlen. Drei Stück. Und da unten ist auch noch eine Höhle. Okay. Da ist das verlorene Schwert. In a minute. Well? Das hier muss ein Außenposten oder so sein. Naja, das hier, das sollte schnell gehen. Okay. Oder auch nicht, weil ich erst mit meinen Leuten dahin muss. Aber gucken wir mal, was. So, you want to hear our legends? I'm afraid I cannot help you. Our town is young and unburdened by a long history. Visit the alchemist who lives in the mountains. He can tell you what you need to hear. He's usually deep in thought or busy with his experiments. Take these peasants bearing food to him. He may reveal his secrets to you then. Okay. Also ich soll die Jungs mit Nahrung zum Alchemisten bringen. Der wohnt da oben. Okay, dann gucken wir mal. Stiefel von Energieknoten und ein It never rains, but it pours. The two roads to our town are blocked. One of them is swarming with brigands, the other is full of monsters. Destroy the ugly beasts. Okay, Monster vernichten. Ja, das sollten wir hinkriegen.
Also ja, der Energieknoten hier hat Stiefel. Und Pik hier betet um Hilfe. Und ich könnte auch mal mit dem hier reden. Oh, the misery. My heart is going to break. My only friend is going to leave this world soon. Oh, welche Ehe, mein Herz wird zerspringen. Mein einziger Freund wird diese Welt bald verlassen. Is there anything I can do to save your friend? Kann ich irgendwas tun, um meinen Freund zu retten? My friend is an element. He dwells inside this sphere. But he won't last long without magic energy. Take the sphere to the energy mode in the mountains and break it. May the magic node be his new home. Ja, mein Freund ist ein Elementarwesen und lebt innerhalb seiner Sphäre. Aber ohne magische Energie hält er nicht mehr lange durch. Bringt diese Sphäre zu den Energieknoten in den Bergen und zerbrecht sie dort. Möge der magische Knoten zu seiner neuen Heimat werden. What if the node is inhabited by some other spirits? Und was ist, wenn in diesem Knoten schon andere Geister leben? I'm afraid you'll have to kill them. Dann werdet ihr sie leider töten müssen. The hope of seeing my friend again keeps me alive. My reward will be well worth your trouble, young Menge. Die Hoffnung, meinen Freund wiederzusehen, hält mich am Leben. Meine Belohnung wird eure Mühe wert sein, junger Magier. Will you help me? Werdet ihr mir helfen? Ja. It hurts me to see anyone suffer. I'll take the sphere to the energy node. Okay, das ist derselbe Energieknoten da oben. Und die Sphäre, ja, die liegt da rum. Ja. Hier müssen wir... auch ein Leuchtfeuer entzünden, okay. Hier sind die Goblins mit ihrer Karawane unterwegs. Was habt ihr noch? Monsterhöhle vernichten und noch eine Monsterhöhle vernichten. Come on, folks! What? Agreed! Agreed! Aha! Aber ja, fachen wir erstmal das Leuchtfeuer hier. Und dann haben wir Monsterhöhlen, den Energieknoten, noch mehr Monsterhöhlen, die Hütte da oben, das verlorene Schwert. Agreed. So, der Geist ist geopfert und... Lo and behold, it's working. Sieh dann, es funktioniert. Aha. Aha. Agreed. So, jetzt sollten wir mal in der Nähe von unseren Leuten bleiben, weil die mein Mana ist sehr niedrig. Vielleicht sollte ich dann den nächsten Punkt erstmal in Mana stecken. Wobei mehr Einheitenerfahrung auch nicht verkehrt ist. Agreed. Mal zwischendurch einen Quicksave machen. Aha. In a minute. Na, ihr hättet auch interessante Sachen. Aha. Aber ja, dafür brauchen wir erstmal mehr Gold. Come on, folks! Aha. Wir sollten erstmal uns um die Monsterhöhle kümmern. Aha. Wenn wir noch nicht nah genug dran sind. What? In a minute. Huh? Well? Come on, folks. Wir müssen auch irgendwie noch 200 Steine zusammenkriegen. So, Monsterhöhle hat zwei Verteidiger und sonst nichts. Bows at the ready. So.
Oh, da kommen kleinere Höhlenmonster von da oben auch noch. What? Huh? In a minute. At your service. Beat them up! So, was hat das jetzt gedroppt? Here we are. All right. Well, as you wish. Aha. Schriftrolle Wissen. Verleiht euch und euren Einheiten zusätzliche Erfahrung. Achso, das muss ich da drauf ziehen. Ja. As you wish. Coming, coming. Aha. Und 200 Gold. Coming. Ha? Aha. Come on, folks. So, blenden wir mal die fertigen Aufträge aus. Sprengt die Steine, die den Fluss blockieren. Ja, da müssen wir da oben lang, wo die ganzen Elementare halt im Weg sind. Also hier drüben lang. Und hierher zur Quelle. Da ist auch noch eine Phantomgruft. Agreed. Agreed. So, schalten wir erstmal hier die Höhlenmonster aus. Shoot 'em! In a minute. Come on, folks. Agreed. Kommen jetzt gleich noch mehr? Ja, es kommen noch mehr. Okay, wieder ein Verlust. Bows at the ready. Zwei Verluste, das ist nicht so toll. Come on, folks. Agreed. Come on, folks. Okay, wir haben Steine aufgehoben. Das ist schon mal praktisch. Ein bisschen Schriftrolle. Ja. Agreed. Haben damit noch eine Höhle platt gemacht. Wir könnten jetzt zum Brigantenlager gehen. Aha. Und nachher hoch in die... What? Also die Schützen haben nicht viel bei sich gerade. Dann gebe ich denen mal das Fleisch. What? Yes? What? Von dem Gold könnte ich mir auf jeden Fall locker, also jetzt erst einmal meine Truppen wieder auffrischen hier. Aber könnte ich mir locker in den Städten, also das Söldnerlager hat nichts zum Verkaufen. Die Schenke hätte noch mehr Stiefel und Schilde zu verkaufen. Pik hier, was haben die zu verkaufen? Die hätten einen Titanenpanzer, Stahlschwerter. Ne, falsch. Und Granvik hat
Auch ein Titanpanzer und Stahlschwerter. At your service. What? As you wish. Ah ja, hier müsste ich normalerweise Truppen genau auffrischen können. At your service. So. Alright, well, alright. Coming. Here we are. In a minute.